Leute. Willkommen zu unserem zweiten Video. Heute gibt es wieder einen Vlog. Wir gehen heute wieder einkaufen. Wir machen Iftar bei Alans Eltern. Ich muss auf jeden Fall Geschenke einpacken, weil meine Mama morgen Geburtstag hat. Ich zeige euch auch gleich, was wir gekauft haben. Ja, so sieht's aus. So, wir zeigen euch mal ganz kurz die Geschenke. Also einmal bekommt sie so eine schöne Uhr. Also die Geschenke sind von uns allen zusammen. Also von uns beiden, von meinen Brüdern und von meinem Papa. Dann haben wir das ist wirklich richtig geil, eine Massagegun. Ja, das ist unnormal. Werden wir morgen bestimmt ausprobieren. Da bin ich richtig gespannt drauf. Das ist auch krank. iPhone 12. Also das ist das Geschenk von meinem Papa. Genau, und passend zu dem Handy haben wir noch eine schöne Handyhülle und einmal so ein Magnet. Das ist halt so ein Aufsteller, passend zur Hülle. Genau. Ja, das sind auf jeden Fall die Geschenke, die muss ich noch einpacken, aber ich habe nur ganz wenig Geschenkpapier zu Hause, was zerknittert ist. Überhaupt keine Knicke drin, nein. Also es scheint so, als müssten wir auch nochmal neues Geschenkpapier einpacken. Okay. Geschenkpapier kaufen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt los, einkaufen. Auf jeden Fall ziehen wir uns auch jetzt erstmal um, ne? Ziehen wir uns mal um, ne? Fragt jetzt nicht, wie das ging. Weiß ich auch nicht. Jetzt geht's. Los, einkaufen. Erstmal gehen wir Geschenkpapier kaufen, und zwar zu Fuß. Meinst du, das reicht nicht jetzt? Nein. Dann gehen wir mal kurz einkaufen. Mit. Sollen wir sowas Softes nehmen? Keine Ahnung, ich benutze sie nicht. Du benutzt sie. Ich kann den Leuten auch nicht sagen, dass du nie duscht. Ja, ich dusche, aber ohne Duschshampoo. Mit Wasser, ne? Ja, mit Wasser. Von der Natur in die Natur. Genau, so sieht's aus. Vor 5000 Jahren gab es auch kein Shampoo, oder? Vor 5000 Jahren gab es auch noch keine Handys. Ja. Dann benutzen wir jetzt eins. Snoop Dogg! Ja, toll. Klotz nicht. Ja. Verboten? Was? Nein. Der Einkauf ist jetzt erstmal beendet. Ja, Geschenkpapier haben wir gefunden. Geschenkpapier, was sehr schön harmoniert mit dem, was wir zu Hause haben. Genau. Zahnpasta haben wir auch gekauft. Zahnbürsten. Ey, Junge! Hydra! Wie heißt das nochmal? Hydra! Hydra Pflege von Dove. Naja, auf jeden Fall, Leute, hatten wir gerade einen Vorfall. War da eine Frau, die ist dann zu uns gekommen und hat gefragt, ob sie auf dem Video mit drauf war. So, und wir hatten zwei Videos. Das erste in der Duschgelabteilung und das andere so auf dem Weg zu den Zahnbürsten quasi. Und da war sie wohl so eine halbe Millisekunde mit drauf. Aber nicht mal für eine Sekunde. Egal, sie war mit drauf und wir haben es gelöscht. War so komisch. Okay, das ist ja verständlich, ne, dass sie das sagt. Ja, ich möchte nicht gesehen werden und so, das ist verständlich. Ja, was aber richtig witzig war, wir treffen gerade unsere Zahnbürstenauswahl und sie steht da 5 Minuten. Sie stand die ganze Zeit neben uns, sie hat gar nichts gesagt. Erstmal, wir haben sie auch gar nicht angeguckt. Und auf einmal fängt sie wieder an. Dreimal hat sie das gemacht, dreimal. Ja, und sie so, Video? Bin ich da auch drauf? Bin ich oder da auch? So, warte. Dann haben wir ihr das erste Video in der Duschgelabteilung, wo sie gar nicht war, haben wir ihr auch gezeigt, von Anfang bis Ende. Hat sie gesehen, dass sie da nicht drauf war. Sie hat mich auch so berührt. So. Ich so, hey, Corona, Alter. 3 Minuten später sagt sie wieder, ja, aber waren das jetzt 2 Videos? Habt ihr 2 Videos gemacht? War ich auf dem ersten auch? Obwohl wir es ihr gezeigt haben. Sagst du, nee, sie waren nur auf dem zweiten, ne? Dann sagt sie so, war ich überhaupt auf diesem Video drauf? Wir reden so die ganze komisch. Zeit über dieses Video. Löschen es und dann sagt sie, ja, nee, aber da war ich doch auch nicht drauf. Ja, und dann hat sie sich wieder 50 Mal bedankt, dass wir so nett sind, dass wir es gelöscht haben. Ich glaube, sie hat aber immer noch Fragezeichen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man darf ja auch keine anderen Leute um sich herum aufnehmen. Genau. Vor allem war sie die Einzige, die noch, also, ne, außer uns im Video noch war. Genau. Ja, wir sind wieder zu Hause. Bis gleich. Ja, gut. Wie nennt man das? Akrobatik? Deinen Füßen da? Ja, die Rolex ist jetzt eingepackt. Die Roly, Roly, Roly. Falls ihr euch fragt, warum ich mit dieser Augenbrauenschere... Eigentlich ist es eine Nagelschere. Ich benutze es als Augenbrauenschere und jetzt auch als Geschenkeinpackenschere. Ich hätte eine andere, ich finde sie nicht mehr. Manchmal muss man einfach mal improvisieren. Also ich bin die Schlechteste im Einpacken. Hier ist nochmal ein schöner, dezenter Riss. Das Handy ist auch ne? angepackt. Ich finde, das Handy geht sogar. Guck mal, voll okay. Und das Geschenkpapier ist richtig scheiße. Also es ist schön, aber sehr schwer einzupacken, weil das ständig einreißt. Aber das geht, ey. Guck mal, dafür, dass ich das alleine mache. Ich dachte, wir machen das zusammen. Ja, ein Stückchen lassen. Geht gar nicht hier rein. Aber dann weiß, dass ich das nicht kann.
doch gut aus, oder nicht? Ja, also es geht. Hast du klasse gemacht. Da kommen noch so weiße Schleifchen drauf. Und Dennis ist ready zum Verschenken morgen. Ich freue mich schon. Ja, gut. Du musst dich auch einfach manchmal zusammenreißen. Okay. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Supermarkt. Kurz. Was war genau? Weil ich hab Durst. Wie ist es eigentlich bei euch, Leute? Habt ihr mehr Durst oder mehr Hunger, während ihr fastet? Also ich eher Durst. Ich hab Maschallah. Maschallah, Bruder. Ja, Maschallah. Oh. Ich hab überhaupt keinen Durst, weil ich trinke halt auch nie was. Ich weiß, es ist schlecht und ich versuche es auch schon lange immer zu ändern, aber I can't. Ja, aber ich hab schon auch. Nein. Ja gut, jetzt gehen wir einkaufen und dann gehen wir noch kurz zum türkischen Laden. Richtig? Genau, ja, Bakkal. Bakkal kaufen, auch Datteln. Also Wassermelonenkerne für meine Schwiegereltern. Und dann freuen wir uns schon aufs Essen. Heute besteht unser Einkauf nur aus Wasser und Energy Drink. So, Leute, sind jetzt bei meinen Eltern. Bis ich da ist noch 40 Minuten circa. Ondan sonra bastığıma abone oluyor. Ya. Kalbim tanımayın, ya. Abone oluyor. Ya. Diyor ki, yemek bunlar için. Muhakkak emek veriyorlar diyor. Sivaslı değiliz ama Sivaslıların bugün köftesini yaptım, içli köftesini, içi patatesli. Çok güzel oldu. Bütün Sivaslılara selamlar olsun. Buzluğuma da yapacağız değil mi? Buzluğa da inşallah yapacağım, koyacağım. Tabii buzluğa çarpacağım. Buzluğa çarpacağım. Pilavı yakacakmış iki konuşmada. Heh, dur Rabbi, onu da ben aşağıma alayım, çevireyim. Ramazan'da çocukları çağırdım, canları sağ olsun. Ellerine sağ olun. Afiyet, şifalar olsun. Allah olmayanlara da versin. Amin. Allah'a. Şu günlükten de bir an önce bizi kurtarmayı kısmet etsin. Cemil cümlesin. Eren geçen kendi pilav yaptı. He? Pilav yaptı ama Alman pilavı. He? O çok da güzel. Tane oldu. Ama o da sivri. Çinlilerin yediği sivri. He işte onu diyorum. Onu. Sen normal düşürdün birinci. Na, wer ist denn da? Krass. Unser Album. Diese Seite feiere ich auch nochmal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, es ist jetzt der nächste Tag. Ich mache mich wieder auf den Weg zum Supermarkt, kaufe nämlich Erdbeeren für den Geburtstagskuchen meiner Mama. Sie hat heute nämlich Geburtstag. Wir fahren da heute Abend hin und machen auch unser Iftar dort. Ich gehe jetzt einfach in diesem Gammel-Look, weil ich keine Lust habe, mich umzuziehen. Und der Supermarkt ist hier gleich um die Ecke, 3-4 Minuten zu Fuß. Genau, dann nehme ich euch nachher auch noch mit beim Kuchenbacken. So, ich kaufe jetzt meine Erdbeeren. So Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich habe Erdbeeren gekauft und zwei so schöne Rosensträuße, die werde ich zusammenbinden. Also, dass das so ein gemixter Strauß quasi ist. Und ja, ich hatte hier meinen Moment. Da habe ich schon den Boden der Torte gemacht. Der musste auskühlen. Und jetzt machen wir noch die Cremeschicht und die Erdbeerschicht. Und dabei nehme ich euch auch wieder mit. Wo ist mein Handy jetzt eigentlich? Kurz eine Stunde kühl gestellt. Und jetzt kommt die Erdbeerschicht. Die Erdbeeren habe ich auch schon vorbereitet. Und die werde ich jetzt hier einmal schön aufreihen. Noch mit so einer roten Tortenguss festigen. Und dann kommt es wieder 2 Stunden in den Kühlschrank. Was geschieht hier? Ich habe 2 verschiedene Rosensträuße gekauft. Hab sie gemixt. Ich hatte noch ein bisschen Geschenkpapier über. Worüber wir uns gestern noch lustig machen. Sieht doch voll süß aus, oder? Ja, auf jeden Fall süß. Das ist gerade irgendwie. Nein. Ich brauche jetzt erstmal kurz Kleber. Bringen wir sofort. Ich glaube, ich sollte im Laden arbeiten. Bin doch eine richtige Floristin. Geil. Anna weiß, dass ich das nicht kann. Dann passt es ja. Weißt du, es ist doch eigentlich nur wichtig, dass man sich auch mal Mühe gibt. Warte, ich brauche meine Torte. Ich brauche noch die Kerze.
spinnst du die 42 ins Jahr? Hat mit dem Tortenguss nicht so gut geklappt. Ein bisschen fleckig geworden, aber ich schätze, es wird schmecken. Safe. So, Leute. So, meine Torte ist gebacken. Die 42 ist drauf. Mal schauen, wie das aussieht. Das sieht sehr, sehr schön aus. Dann sehen wir uns gleich. Ne? Happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday. Ne yapacağız? Geçen Hatice bana bir şey sordu, ondan uylandım. Ben doğru anlamış. Hatice bana dedi, Huri abla bir şey alacağım da senin fikrin benim için çok önemli. Huri abla senin zevkine ben çok güveniyorum. O zaman şüphelendim, çaktım ya tabii. Hadi aç şimdi. Sana açayım. Hadi. Hatice, Hatice. Burada. Parfüm sandım valla birden. Bu ne? Nasıl bu ne? Ich dachte, das weißt du. He. Ama tanıyamadım. Einmal iPhone 12 an. Thanks, thanks. O da Abat abi Hatice bana seçtirdi. Fuşya rengi. Bunu seçtiydim. Evet, teşekkür güzel. Ettim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Niye söylüyorsun? Açaydım sürpriz olaydı. Tencere diyorum. Belki tamam. Tamam tamam. Das ist krank. Massage. Wir waren. Hediyeler işitmek de iftara kaçırıyormuş. Yok da. Bir de sen kaçırdın diyor ya. Oh man, tut ve. Ama ne oldu? Bir şey oldu. Yani sen daha ne böyle? Hayır. Bu ne? Oha bu ne lan? Kamera gibi. Şunlar mikrofon gibi. Ne oldu? Tamam. Çok güzel. Şeyde bir çok güzel. Sonra can oluyor hep. Oluyor. He. Onları oluyor, hepsini oluyor. Çok güzel. Vallahi siyah böyle tencerem yok işte. Dokusuna bakacağım. Çok güzel matmozel. Vallahi abi, das ist ja schick aus. Benim gibi matmozel ne lazım da? Ama tabii ki sen isterdi 20'nin ortasında. Aslında bazen de derler ya, aslı var. Gençken sağlığına, kendine dikkat edeceksin ki geleceğin için evet. Yatırım. 25'ten sonra daha sağlıklı 25'e kadar mı tutsak? Oh my god. Was ist denn Stärke? Seid doch krank, Mann. Ja, nee. Ya Rabbim sağlıklı saati çoluğunla, çocuğunla, kızınla, damatlarınla, gelinlerinle. Benim duamı Neven abla sana sesini söylüyor. Sen buradan üflen, abi değil mi? İnşallah ya Rabbim. Ich sehe das zu tun. Ja. Ich kenne halt das zu tun, aber das mag jeder von mir. Genau. Champignon sind doch Pilze. Da war ja was. Das ist krass. Bu Sivas Köftesi. Sivaslara selam olsun. Das ist gerade ein Happy Birthday Iftar bei meiner Mutti. Jetzt hast du Pest. Jetzt hast du Pest. Yarısına yere düşmüşüm. Ben burada show yapayım derken Ferrari alacağım. Ferrari? Das ist mein Ferrari. Also Leute, genau, das müssen wir erwähnen. Für Leute, die diese Pizza Maker nicht kennen, das ist die Marke Ferrari. Kauf die neu. Also wer das nicht hat, muss die definitiv kaufen. Her kızın Jason'a lazım. Gerçekten çok güzel. Also her Jason mecburla. Resmen taş fırının aroması veriyor. Ja. Auch Lahmacun. Lahmacun da taş fırın gibi yapıyor. Aynı taş fırın gibi. Çok güzel ama. Bu evde aldığım en güzel So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Es war ein sehr schöner Tag. Heute hat auch sehr lecker geschmeckt. Meine Mama hat noch lecker Pizzen gemacht. Oh, ihre Pizzen einfach anders. Jetzt lassen wir noch den Abend ausklingen, gucken noch eine Stunde genau. Unsere türkische Serie. Und nebenbei ein bisschen smoken.
Yes. Gibt es noch jemanden von euch, der Marshmallow-Partner geguckt? Das ist so eine coole Serie. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und ihr könnt uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so noch von uns sehen wollt. Bye. Wir freuen uns auf eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.